Eine Anfrage Ihrer Fraktion der Grünen und der AfD hat ergeben, dass es 2000 echte Ortskräfte gab. Ihr Vorgänger am Amt rechnete mit 5 Familienangehörigen pro Ortskraft, sind 12.000 Personen. Jetzt sitzen in Islamabad 50.000 Menschen, 30.000 Afghanen auf der sogenannten AHA-Liste, 20.000 auf der BMI-Liste. Das sind insgesamt 50.000. Die können sich in Islamabad Visa abholen, gegebenenfalls noch RAFA, Reiseausweise für Ausländer. Sie fliegen hier Menschen, wo teilweise die Herkunft völlig unklar ist, in unser Land ein, mit mehreren Maschinen wöchentlich. Das werden wir weiter im Auge behalten und aufarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Frau Baerbock, politisch werden wir Sie weiter jagen. Vielen Dank.